Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Wir haben unseren, ja, mittlerweile gesprungenen Camcorder wieder. Aber dadurch immerhin etwas Sicht. Die Maus fitscht gerade so ein bisschen. Moment. So. Und sollen zu Vater Martin, müssen jetzt wahrscheinlich den kompletten Weg wieder zurücklaufen. Mit den ganzen Störungen von unserem Camcorder, wenn das nicht die Störungen unseres Charakters mittlerweile sind. Ah, hier war auch noch irgendeiner, ne? Muss wahrscheinlich hier wieder hoch, ne? Hey, was war das? Okay. So, weiter geht's. Ich hoffe, wir müssen hier jetzt noch lang. Es ist ja doch ein weiter Sprung, ne? Ja. Perfekt. Zuckt mir die Nase die ganze Zeit. So. Ah, hier sind wir. Follow the Blood. Scheinen wir gar nicht so weit von Vater Martin jetzt weg zu sein. Danke. Oh, hi. Erschreckst du mich? Only one way out. Only one way. Okay. Ich suche ihn auch. Hast ihn nicht gef... Dein Auge ist komisch. Nicht gefunden, ja? How do you know you're not a patient? Ey, warum machst du es zu? Naja, kann von hinten schon mal nichts kommen. Desto mehr wahrscheinlich von vorne, ja? Ballrider, wo bist du? Ich weiß, du bist hier und willst mich erschrecken. Komm her, ich nehme es mit dir auf. Boah, dieses Gefitzel immer, ne? Na komm. Ernsthaft? Ja, schon wieder. Der lässt auch nicht locker, ne? Ich habe schon lange kein Journal oder sowas mehr gefunden. Okay, warten wir hier mal und jucken uns die Nase dabei. Ich höre ihn. Ich hoffe, er kommt nicht hier rein. Er nimmt sich die nächste Tür. Oder ist jetzt... Oh, er ist hier drin. Von wo ist der denn jetzt gekommen? Mein Gott, da ist noch ein Weg. Okay, was müssen wir machen? Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Der kann sich auch nicht entscheiden, wo er ist, ne? Library wahrscheinlich, ne? Oh, ich laufe. Oh, nein. Das war keine gute Idee. Nein. Dass das überhaupt geht. Hallo. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Ich hänge hier. Lass mich doch wieder da drüber. Oh, ich will doch hier weg. Ich will doch hier weg. Nein, das gibt's nicht. Der kriegt mich einfach immer. Du bist ein Arschloch.
Mama! Mama! Mann! Oh Gott! Schade, dass er uns gesehen hat, als wir da drüber geklettert sind. Meine Fresse noch. So, jetzt kommt er, ja. So. Jetzt können wir uns in Ruhe hier umschauen. Hier ist schon mal nichts. Der ist auf jeden Fall von einer anderen Tür. Der ist, glaube ich, da reingegangen. Dann soll er das machen. Naja, geh ruhig rein. Ja, schön machst du das. Der hat sich gerade rumgedreht. Ah. Okay. Komm schon. Okay. Oh Gott, da sitzt der. Erschreckt mich nicht. Ach, wir sind wieder hier. Ah, ich weiß, wo wir sind. Hier wurden wir mal runtergeschmissen, wenn ihr euch erinnert. Wahrscheinlich erinnert ihr euch. Nur ich mich ein bisschen besser, weil ich mich hier ständig erschrecke. Im Kino? Ich muss den Film sehen. Warum muss ich den scheiß Film sehen? Ich will den Film wahrscheinlich gar nicht sehen. Kino. Oh. Schön ist es hier. Aber keine Dokumente oder so. Was ist das? Gas oder so? Kassettenrekorder. Da steht Exit. Okay. Muss ich wahrscheinlich da hoch, ja? Okay, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Boah, ey. Kamera. Ich frage mich auch, warum wir dem einfach so glauben. Der könnte genauso gut der Verrückte irgendwas sein und hier alles umbringen und so. Aber gut. Wir vertrauen ihm. Da geht's nicht lang. Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich wollte dich nicht stören. Aber er wird uns jetzt wahrscheinlich gleich stören. So wie ich das Spiel kenne.
Und dabei hat er ganz gut Klavier gespielt, muss man einfach mal sagen. Ja. Danke, wir dürfen in den Raum mit dem Typen, wo er Klavier gespielt hat, ja? Ich muss den kompletten Film sehen. Und hinter dem Licht. Hm. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The fields are here. There was no alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believe. The overwhelming fear, ecstatic rage. Ja, a gateway to what? Weiter wollte der nicht reden anscheinend. Ich bin zwischenzeitlich natürlich weggegangen, weil die Bilder konnte man sowieso nicht erkennen. Und das Piepen hatte dann irgendwann gestört, deswegen bin ich nicht weitergegangen. Der Mann klingt wie Dr. Seltsams anämischer Bruder. Es ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme, ein Interview mit Dr. Wernicke. Los Alamos bedeutet Regierung. Wernicke spricht über spontane Blutungen, Tumore, psychosomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf einer Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Versuchsperson, die genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenetische Antrieb. Der Antrieb, den Film, den sie zeigen. Er setzte sich in meinem Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstückes. Ich blinzle und sehe Rorschach-Tests. Rorschach-Tests, die wie ausschwärmende Insekten und infizierte Operationswunden aussehen. Keine Ahnung. Ist egal. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den Wallrider zu beschwören. Es ist das Summen. Ich höre es in meinen Knochen. Ich verstehe Rorschach-Tests. Rorschach. Fick dich! Ich blass dich zu. Okay. Ich glaube, ich muss hier hoch, wa?
Okay, die geht nicht auf. Boah, kann das Gekrissel mal aufhören? Da liegt was? Ah, eine Batterie. Dann kann ich sie ja mal reinhauen. Mach auf! Blöd, Mann. Hab ich mich erschrocken, ey. Geh wieder Klavierspiel, du Arsch. Ich muss dahin. Bleibt mir leider nichts anderes übrig. Leute, ich dachte gerade, mich zieht da irgendwas weg. Ja, ich weiß nicht. Ich springe jetzt einfach mal. Ah, okay. Leute, jetzt ist die Tür auf. Muss ich verarschen? Blöd, Mann. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurück, ne? Tut mir leid, mein Freund. Den Kopf hätten sie dir lassen können. So, geht's weiter. Jetzt bin ich nur gespannt. Wir können wahrscheinlich dann hier lang jetzt, ne? Oder auch nicht. Ah, da liegt noch was. Guck mal, ein Journal. Was machen wir noch? Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Fleischfressende Bakterien, ah. Am 19. September um 4.19 Uhr Grant schrieb: Nekrotisierende Faszitis? Wirklich? Verdammt, ich kündige! Nein, wasch dir regelmäßig die Hände, war dann wahrscheinlich die Antwort. Ja, ja, war die Antwort. Alles klar. Bakterien. Was ist das denn? Ah, eine Birne. Eine Birne. Ja, ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal einen Cut und sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder zum Erschrecken in diesem Spiel bei Outlast. Bis dahin, tschüss, macht's gut.